Immer wenn ich als kleines Mädchen im Zirkus war, habe ich mich gefragt, warum die Elefanten nicht einfach weglaufen. Ich meine, ein Tier, das die Kraft hat, einen Baum mitsamt Wurzel auszureißen, muss doch dazu in der Lage sein, sich von einem lächerlichen Pflock, einem Stück Holz, das nur wenige Zentimeter tief in der Erde steckt, zu befreien. Warum tut er das nicht? Vielleicht gefällt es ihm im Zirkus, ja. Ich habe es erst gelernt, als ich viel älter war als du. Der Zirkuselefant ist seit frühester Kindheit an so einen Pflock gekettet. Als kleiner Elefant hat er keine Chance gegen den Pflock. Also akzeptiert er seine Ohnmacht. Er flieht nicht, weil er glaubt, dass er es nicht kann. Er versucht es gar nicht erst, obwohl er längst stark genug dazu wäre.